Eine der schlimmsten Sachen, die im Garten passieren kann, sind Spätfröste, die eure Pflanzen kaputt machen, die ihr über Monate hinweg mit Liebe, Energie und sehr viel Aufwand großgezogen habt. Das ist mir jetzt dann auch letztens auch passiert mit meinen Tomaten, später aber dazu mehr. Und ich möchte euch einfach kurz und knapp meine Maßnahmen euch mitteilen, was ihr bei Spätfrostwarnungen tun könnt, damit eure Pflanzen heile bleiben. Die erste Möglichkeit, um eure bereits ausgesetzten Pflanzen zu schützen, ist entweder mit einer Folie oder mit einem Vlies abzudecken. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir auch im Folientunnel gemacht, auch wenn durch die Folie die Pflanzen nochmal zusätzlich etwas geschützter sind, weil die Folie oder beziehungsweise das Gewächshaus nochmal etwas besser Wärme abspeichern kann. Allerdings ist es mir auch passiert, dass halt, wo ich meine Tomaten ausgesetzt habe, 5 Tage später, weil ich sie nicht abgedeckt habe, 90% meiner Pflanzen kaputt gegangen sind. Auch trotz der Folie, weil man da auch ein bisschen immer schauen muss, dass der Tunnel auch gut von außen isoliert ist, dass da nirgendwo irgendwelche Lücken sind, wo der kalte Wind durchzieht. Jedenfalls, wenn ihr es optimal mit einem Vlies oder mit einer Folie abdeckt, dass da auch wirklich eine schöne Kleinklimazone entsteht, dann könnt ihr das zum Beispiel auch draußen locker -2, -1 Grad überbrücken im Tunnel oder in einem Gewächshaus. Könnt ihr da sogar nochmal etwas kühlere Temperaturen sagen wir mal, abpuffern. Das habe ich zum Beispiel die letzten Jahre bei mir bei -3, -4 und -5 Grad auch ziemlich gut hinbekommen, dass meine Tomaten nicht dann trotzdem geschützt habe, trotz der Eisheiligen oder sonst irgendwas. Da habe ich einfach Vlies drüber gelegt und nochmal eine Folie drüber und den Tunnel halt außenrum ziemlich gut isoliert. Und das funktioniert auch ziemlich gut. Und bei mir im Gewächshaus zum Beispiel sind Doppelstegplatten, die isolieren sogar noch besser als eine Folie. Anknüpfend zur ersten Möglichkeit mit dem Vlies, mit der Folie oder mit den Gewächshäusern ist es einfach, das auch rechtzeitig zu machen. Also ich decke zum Beispiel meine Pflanzen ab bzw. schließe auch die Gewächshäuser, wenn noch die Sonne scheint, so um 5, 6 Uhr, damit da noch die Sonnenstrahlen reinknallen können und der Tunnel sich dadurch nochmal erwärmt, dass das unter dem Vlies oder unter der Folie sich nochmal erwärmt. Das gleiche geht natürlich bei mir auch im gleichen kleinen Gewächshaus, dass einfach die Wärme länger im Tunnel ist, damit diese in der Nacht nochmal zusätzlich die Pflanzen wärmen kann. Also das heißt, wenn ihr Vorbereitungen treffen möchtet, macht sie frühzeitig, wenn noch die Sonne scheint, damit die Pflanzen sich diese Kleinklimazone nochmal aufwärmen und eure Pflanzen nochmal zusätzlich mit Wärme versorgt werden. Eine weitere Option ist frischer Mist, den ihr bei euch in die Beete mit einarbeitet. Das kann man auch sehr gut im Hochbeet machen, dass man jetzt vielleicht, wenn man die Möglichkeiten hat, 30 bis 40 cm in der mittleren Schicht von einem Hochbeet einen Mist, also einen sehr warmen Pferdemist reintut, der vielleicht ein paar Wochen, vielleicht nur ein paar Monate alt ist, damit da halt ihr eine große Masse habt, damit dieser Mist halt das ganze Beet auch aufwärmt. Das könnt ihr auch bei euch in den Beeten mit integrieren, halt reichlich Pferdemist damit einarbeiten in die Erde, bevor ihr da eure Pflanzen reinsetzt. Denn durch diese Wärme, die bei der Verrottung von diesem Mist freigesetzt wird, wärmen sich nochmal die Wurzeln von euren Pflanzen, beziehungsweise im Allgemeinen wärmt sich dann der Boden etwas auf. Und das kann euch dann auch nochmal in den kalten Tagen die Pflanzen retten vor Spätfrost. Falls es mal zu etwas kühleren Temperaturen kommt und ihr euch unschlüssig seid, ob vielleicht das Vlies nicht genug Wärme halten kann, um eure Pflanzen zu schützen, könnt ihr es natürlich auch mit externen Wärmequellen machen. Also ich zum Beispiel habe auch einen kleinen Ventilator, also so einen Heißluftventilator nenne ich den mal. Mein Bauernfreund, der hat einen größeren Tunnel, arbeitet auch mit Gas, was er verbrennt und hat ziemlich große Luftgebläse, sage ich mal. Also Luftverwirbeler und damit versucht halt die Temperatur zum Beispiel bei 6 bis 8 Grad zu halten. Mache ich dann auch mit einem entsprechenden Thermometer, welches halt Steckdosen hat als Schalter. Das ist eine Möglichkeit. Wenn euch das jetzt zu teuer ist und ihr nicht diese Energie aufwenden wollt, könnt ihr es auch mit einer etwas einfachen Methode machen, und zwar mit Kerzen, die ihr euch bei euren Pflanzen ins Gewächshaus zum Beispiel mit reinstellt. Dabei aber bitte Achtung, am besten ihr nutzt Teelichter mit diesen Grablichthaube oder diesen Gefäßen,
damit die euch nicht irgendwas anbrennen. Bei mir ist es auch ziemlich schwer in Gewächshäusern, ist auch sehr viel Mulchmaterial, was halt trocken ist, wenn es da jetzt die ganze Zeit die Sonne reinknallt und nicht gegossen wird. Das kann es halt dann schnell anfangen zu brennen. Also da auch die richtigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, nicht dass euer Gewächshaus und wenn nicht sogar dann noch euer Haus oder sonst irgendwas abbrennt und dann die Feuerwehr kommt und ihr dann erzählt, ich habe das im Video gesagt, dass ihr da Kerzen bei euch ins Gewächshaus reinstellt und deswegen ist eure Hütte jetzt einfach abgebrannt. Und den Schuh möchte ich mir nicht anziehen. Der letzte Tipp ist für all diejenigen, die das jetzt nicht professionell machen, beziehungsweise eine Gärtnerei führen und somit ihr Geld mit dem Anbau von Pflanzen, beziehungsweise mit der Pflanzenanzucht verdienen müssen. Das heißt, das geht an alle, die jetzt das als Hobby machen, sich vielleicht selbst versorgen wollen, das vielleicht nicht ganz so hektisch sehen. Setzt eure Pflanzen zur richtigen Zeit raus. Also das heißt, wenn ihr euch sicher seid, dass da jetzt keine Spätfröste zu erwarten sind, vielleicht im Mai, Anfang Mai, Mitte Mai nach den Eisheiligen, dass ihr da einfach auf der sicheren Seite seid und dass ihr nicht unbedingt diesen ganzen Mehraufwand, den ich jetzt euch hier beschrieben habe, mit diesen Tipps habt. Das waren jetzt meine 5 Tipps, was ihr machen könnt, wenn Spätfröste zu erwarten sind und wie ihr eure Pflanzen schützen könnt. Wenn ihr noch weitere Möglichkeiten habt, beziehungsweise weitere Ideen, die ich jetzt nicht genannt habe, könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben. Allgemein hilft es mir auch sehr, wenn ihr was in die Kommentare schreibt, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr auch den Kanal kostenlos abonniert und dabei auf die Glocke drückt. Ist alles kostenlos, könnt ihr auch jederzeit kündigen, denn dadurch hilft mir einfach, dass der Algorithmus meine Videos weiter verbreitet, mein Projekt immer mehr Menschen erreicht, kommt uns allen zugute. Und sonst könnt ihr auch gerne das Video an Freunde, Bekannten und Familie teilen, auch den Kanal weiterempfehlen, hilft mir auch ziemlich, damit der Kanal einfach wächst. Also mein Ziel ist dann schon so Richtung 10.000, 100.000 Abonnenten irgendwann mal zu kommen und das schaffe ich einfach nur mit eurer Hilfe und eurer Unterstützung. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr auch gerne meine Arbeit unterstützen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin. Ciao.